Mittlerweile leben wir in einer Welt, die als Summe vieler Egozentriker gilt. Alles dreht sich um den Menschen, so der Stand der neokopernikanischen Wende. Worum dreht sich meine Rede? Richtig, um den Menschen. Genauer gesagt, um den Menschen und seine Beziehung zum Glauben. Stellt euch vor, ihr sitzt in einer Kirche. Folglich muss also Weihnachten, Ostern oder der Jahrestag eures Großvaters sein und in den ersten beiden Fällen sitzt ihr wahrscheinlich nicht einmal, sondern steht und regt euch dabei auf, dass ihr stehen müsst, weil ihr nichts dafür könnt, dass die Uhr der Kirche nicht nach eurer eigenen geht und ihr nur knapp nicht zu spät gekommen seid. Naja, jedenfalls befindet ihr euch in einer Kirche. Und was macht man in einer Kirche? Richtig. Alles andere als beten. Schließlich wäre beten ja auch stinklangweilig. Viel spannender hingegen ist, dass Georg heute ohne seine Frau gekommen ist, Laura abscheuliche Hosen trägt und Ministrant Ben mal wieder überhaupt nichts auf die Reihe bekommt. Und indem man die gesamten Kirchenbesucher von oben bis unten abcheckt, vergehen zum Glück auch schon die ersten paar Minuten, die sich allerdings anfühlen wie eine Ewigkeit. Und bis zur Predigt fehlt nur mehr eine gute Viertelstunde, also 3 bis 4 Ewigkeiten. Ganz abgesehen von den Ewigkeiten, die nach der Predigt noch vergehen müssen. Um aber nicht daran zu denken, denkt man darüber nach, woran denn die anderen denken könnten. Ist doch offensichtlich, dass sich Laura nach einem Gast sehnt, der zeigt, wie schön das Leben sein kann, auch wenn das Schicksal ein mieser Verräter ist. Damit sie ihm dann den Unterschied zwischen einer Pfeife und dem Abbild einer Pfeife erklären kann. Ist doch offensichtlich, dass Ben versucht herauszufinden, warum 2 mal 3 4 wieder Witt und 3 9 macht. Und ist doch offensichtlich, dass Georg vermeintlich heimlich seine Affäre Nummer 3 in Ehe Nummer 2 anschmachtet. Während man also darüber nachdenkt, woran denn die anderen denken könnten, und man versucht nicht daran zu denken, wie viele Ewigkeiten lang die Messfeier noch dauert, denkt man auch darüber nach, dass man sich für heute fest vorgenommen hat, endlich mal die ganze Predigt anzuhören, weil man gehört hat, dass 90% der Kirchenbesucher nach der Messfeier keine Ahnung mehr davon haben, worum es in der Predigt gegangen ist und man natürlich zu den restlichen 10% gehören will, die absolut alles verstanden haben. Schließlich will man gegen den Strom schwimmen, etwas Besonderes sein. Fragt sich nur, ob man nicht wieder mit dem Strom schwimmt, wenn alle gegen den Strom schwimmen. Und wenn man nicht daran denkt und auch nicht daran, woran denn die anderen denken könnten, dann dreht man eben Däumchen. Und während man Däumchen dreht, vergisst man schon wieder, sich die Predigt anzuhören. Dabei hätte es sich diesmal gelohnt, denn jene Dinge, die eigentlich alle Priester schlecht machen, werden diesmal gut gemacht. Der Prediger legt den Fokus nämlich nicht auf die biblische Geschichte, sondern auf ihre Symbolik und die mehr oder minder versteckte Botschaft dahinter. Er nimmt Bezug zu Aktuellem, spricht von Herr der Ringe und erobert somit die Aufmerksamkeit von jungen Leuten, die eigentlich überhaupt nicht in der Kirche sind, es sei denn, es ist Weihnachten, Ostern oder der Jahrestag ihres Großvaters, und zudem füllt er die Bildungslücken der Älteren. Das gesamte Plenum profitiert also. Pardon, lassen Sie mich hier im Irreales sprechen. Der Prediger würde die Aufmerksamkeit von jungen Leuten, die eigentlich überhaupt nicht in der Kirche sind, erobern. Er würde die Bildungslücken der Eltern füllen und das gesamte Plenum würde profitieren, wenn ihm denn jemand zuhören würde. Weil der Prediger verstanden hat, dass zu viel Christentum die Anzahl der Christen eher verringert statt vermehrt. Zu viel Bibel eben zu viel ist. Dass zu viel Islam die Anzahl der Muslime eher verringert statt vermehrt. Zu viel Koran eben zu viel ist. Dass zu viel, ganz egal welche Religion, die Anzahl der ganz egal welche Religion Anhänger eher verringert statt vermehrt. Damit das viel, also nicht zu viel wird, muss Glauben eben eine freie Wahl und kein aufgebundener Bär sein. Mit diesem aufgebundenen Bären auf der Schulter fühlen sich junge Leute in einer Kirche nämlich wie Senioren in einer Diskothek. Sie sollten sich aber wie Senioren in einem Wattverein für über 70-Jährige fühlen. Der Prediger hat außerdem verstanden, dass man nicht unbedingt zu einem Gott beten muss, sondern dass man auch füreinander und miteinander beten kann. Dass ich allein und du allein, wir gemeinsam sein könnten. Dass das Glaubensbekenntnis kennen und können und glauben keine Synonyme sind. Hilft nur leider nichts, dass er alles richtig verstanden hat, wenn ihm denn niemand zuhört. Warum denn auch, wenn 98 von 99 Predigten langweilig sind, rechnet niemand damit, dass er zu den Glücklichen gehört, die nicht langweilige zuhören bekommen. Deshalb müssen zunächst mindestens 50 der 98 langweiligen Predigten zu den nicht langweiligen emigrieren.
wenn sie denn dort Asyl bekommen. Man kann die Kirche eben nicht ohne Make-up attraktiv machen. Und zum Make-up zählen nun mal fesselnde Predigten, fröhlich gelaunte Pfarrer und ab und zu ein Lied, das nicht nur gesungen wird, um die Ohren des Publikums außer Funktion zu setzen. Apropos, niemand zwingt den Priester zu singen, wenn er es nicht kann. Ohne Make-up also keine schmackhaften Messfeiern und ohne schmackhafte Messfeiern keine jungen Leute in der Kirche. Wenn ich diese jungen Leute aber in der Kirche sehen will, dann muss ich damit aufhören, das zu tun, was den über 70-Jährigen aus dem Wattverein gefällt und damit beginnen, den Menschen klarzumachen, dass auch Georg, Laura und Ben glauben. Auch wenn sie nicht wöchentlich in der Kirche zu sehen sind. Albert Schweitzer hat einmal gesagt, wer glaubt an Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht. Was allerdings nicht heißt, dass man nicht gerne ein Auto werden würde, wenn man in eine Garage geht. Vielleicht will man sich in der Kirche nicht unbedingt in einen Heiligen verwandeln, aber es wäre eine tolle Gelegenheit, vor allem eben für junge Leute, ihren verkaterten Tag danach in ein Sonntagsritual zu verwandeln, bei dem man etwas mehr denkt, statt erbricht. Oder aber man verlegt das mehr Denken auf den Tag davor und lässt dort limitiert die Sau raus, um am Tag danach keine lebende Leiche zu sein. Vom Saulus zum Paulus hat sich eben nicht nur ein Buchstabe verändert, es geht um die Veränderung im Kopf. Vielleicht werden dann auch irgendwann die Dorfweiber während ihres postkirchlichen Trashs kapieren, dass sich in der Kirche nicht alles um die Sonntagsgarderobe der Kirchenbesucher dreht, sondern um die Botschaft der Predigt. Darum, dass man sich etwas weniger Gedanken über das Aussehen seiner Mitmenschen und etwas mehr Gedanken über seine Mitmenschen machen sollte. Sonst werden die nicht langweiligen emigrierten Predigten niemals Asyl bekommen. Und die Erde wird sich niemals wieder um die Sonne drehen können. Amen.